Moin Leute und willkommen zu einem kleinen Mini-Turnier-Vlog. Ich möchte euch das Turnier aber auf gar keinen Fall vorenthalten. Erst einmal kurz zu mir. Ich bin etwas krank, aber lasst euch nicht von meiner Stimme irritieren. Wir waren auf dem Agravis Cup. Die einen oder anderen kennen das vielleicht noch als K&K Cup 2020. Jetzt hat es 2 Jahre nicht stattgefunden, wegen Corona. Aber das Turnier ist endlich zurück und ist nun der Agravis Cup. Wir sind jetzt schon auf dem Vorbereitungsplatz. Es ist schon in dieser Riesenhalle. Ich finde es immer so beeindruckend und es ist einfach wunderschön da. Vor allem, weil es halt so nah bei uns ist. Das Turnier ist irgendwie was ganz Besonderes. Und hier seht ihr jetzt schon die Turnierhalle. Die ist so wunderschön und ich durfte da einfach drin reiten. So cool. Hier seht ihr auch schon so ein bisschen den Parcours. Und dann habe ich den Dallas natürlich ordentlich vorbereitet. Dann ist hier jetzt schon der Einritt. Das ist auch so cool, dass man hier durch so eine Schleuse so gesehen reitet. Da kann man schon so in die Halle reingucken. Und ja, genau, ich fand den Parcours eigentlich ganz gut. Also, ja, genau, wir schauen uns den jetzt mal gemeinsam an. Erstmal hat Dallas hier natürlich wieder geäppelt. Er macht das fast in jedem Parcours, wirklich. Überall. Auf jeden Fall kommt hier dann Sprung 1, den habe ich schon ganz gut getroffen. Und dann geht es jetzt zu Sprung 2. Das war ein Oxal, so ein bisschen halb groß. Das war aber auch richtig gut. Und jetzt hier diese Wendung, habe ich einfach viel zu viel gezuppelt und einen zu viel gemacht. Aber Dallas hat richtig gut aufgepasst zum Glück. Und dann haben wir hier jetzt wieder eigentlich eine ganz schöne Distanz mit dem Oxer getroffen, sind wieder ein bisschen zum Reiten gekommen. Und ja, dann bin ich hier schön in die Ecke reingeritten. Dann kam da recht schnell so ein recht hoher, offener Steil. Da hat er auch super aufgepasst und dann ganz locker weiter so diese Distanz so ein bisschen auf den Oxer. Das war auch richtig gut. Dann kommt der Hagedorn-Oxer, der war tatsächlich ein bisschen doll. Dann habe ich hier eine Abkürzung genommen, das war auch die einzige, die man nehmen konnte. Und dann sind wir ganz gut in die Kombination reingekommen. Und dann kommen wir jetzt auf die Schlusslinie. Ich glaube, mir sind ein bisschen die Nerven durchgebrannt, ich weiß nicht. Hier schon relativ groß weggedrückt und ich habe hier einfach gar nichts unternommen. Erst als ich mir dann aufgefallen ist, dass es ein bisschen dicht wird. Aber Dallas hat richtig gut aufgepasst und wir hatten einfach so eine tolle Nullrunde. Und damit war ich einfach mega zufrieden. Wir waren ganz ärgerlich leider nicht mehr platziert. Wir waren erste Reserve. Aber darauf kommt es überhaupt nicht an, weil es ist nun mal so, dass Dallas und ich noch nicht auf Zeit reiten. Wir müssen erstmal so unseren Rhythmus im Parcours finden. Und das ist im Moment wirklich top, top, top. Und dann steigern wir uns jetzt langsam vielleicht mal. Und ja, dann waren wir auch schon wieder zu Hause. Und Dallas ist natürlich direkt wieder zu seinem Alfie gekommen. Und konnte den restlichen Tag dort genießen. I think that I'm going to hiding somewhere by a gated star. Baby, they ain't never gonna find me. I'm a renegade. Ich habe dann noch ein bisschen die Raufe von den Ponys mit Heu aufgefüllt. Und hier im Hintergrund seht ihr ja jetzt schon den Balti. Der wird auch auf dem Agravis Cup starten. Und da sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.